Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Ich habe mal ganz kurz nachgedacht in der 5-minütigen Pause. Mein Aspekt, den ich, also mein Thema, was ich angesprochen habe, finde ich eigentlich doch gar nicht mehr so blöd. Denn Naturschutz ist ja nicht nur das Einzige, sondern natürlich auch solche Sachen mit Spenden. Und das habe ich vielleicht, glaube ich, noch nie ganz so erwähnt, warum ich grandioserweise auch nochmal YouTube mache. Und zwar wollte ich das eigentlich, das hatte ich damals so auch geplant, alles, was ich an Überschuss habe, also was ich nicht in neue Geräte stecke durch die YouTube-Einnahmen, oder alles, was an Einnahmen fließt zum Großteil, wird ein Bruchteil an wohltätige Zwecke gehen. Unter anderem WWF, ein Herz für Kinder, Krebshilfeorganisationen, HIV-Bekämpfungsorganisationen oder sonstigen Scheiß. Also diese ganzen Organisationen, die wirklich weltrettend sind. Also Save the Children ist ja sowas wie ein Herz für Kinder, ne? Nochmal zu sagen. Oder, ach, was war denn da noch? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber hier, ich bin zwar nicht gläubisch, aber es gibt ja auch kirchliche Organisationen, die auch Gelder sammeln für wohltätige Zwecke. Und da bin ich ganz ehrlich, wie gesagt, auch wenn ich nicht an sowas wie einen Himmel oder Hölle glaube, in keinster Weise, ne? Also es ist schwierig für mich an etwas zu glauben, wo ich nicht mal Bilder oder sonst was von gesehen habe. Aber es gibt's ja, also offensichtlich gibt's das ja, ne? Und ja, ich gehe mal ganz kurz, ich will hier auch EP sammeln und nicht so in der leeren Wüste herumfahren. Ja, also offensichtlich gibt's das ja irgendwie, ne, solche Organisationen, die halt auch kirchlich sind. Und ganz ehrlich, auch wenn es sich blöd anhört oder idiotisch anhört, dass ich jetzt, wie gesagt, wieder diesen Widerspruch erzeuge, dass ich sage, okay, macht was Gutes für euch selber, dass ihr dann sagt, hier, ihr verkauft lieber Geräte, um Geld einzunehmen. Das ist ja nur in der Umkehrschluss, dass man sagt, okay, man finanziert sich sein neues Gerät durch Einnahmen des alten Gerätes, ne? Oh, und ich glaube, ich sehe schon, warum es vorhin ganz halt geruckelt hat. Genau, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen ist schon wieder die verdammte Verbindung weg. Soll mir recht sein, soll mir wurscht sein, soll mir egal sein. Wir machen trotzdem weiter. Auch ohne Internetverbindung ist mir das regelrecht egal. Wenigstens ruckelt dann vielleicht auch nicht mehr. Also er kommt jetzt an. Ja, ich habe mal die Steam-Verbindung wieder hergestellt, ne? Yay. Jetzt auch nicht mehr vonnöten, so ungefähr. Ja, um es nochmal ganz kurz gesagt zu haben. Wie gesagt, klar, jetzt widerspreche ich mir quasi vielleicht in der Hinsicht. Aber wie gesagt, ich spreche ja von Einnahmen, die ich aus dem, in Anführungszeichen, nichts generiere. Ne? Weil zu, so schön es ist, zu solchen Sachen zu lachen, die Einnahmen durch Google und YouTube sind ja Werbeeinnahmen. Das heißt, Google kriegt natürlich den größten Teil des Kuchens, weil die natürlich durch die Werbepartner Geld kriegen. Weil die ja natürlich die Werbung bezahlt auf der Plattform stellen. Das heißt, die zahlen Google einen horrenden Betrag. Das können 2000, 3000 Euro pro Ausstrahlung sein. Geil. Danke. Fängt ja schon mal wieder prima an, nachdem ich ich hasse das. Also die Spider-Ans hier, die gehen mir noch richtig auf den Keks immer noch. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau. Aber wie gesagt, Ariel, Pepsi, Cola, Fanta, all diese ganzen Markennamen, die zahlen so viel Geld rein in Google, nur damit sie, wow, die zwei, drei Spinnen haben schon gereicht, nur damit sie halt höher in den Werbequoten angezeigt werden und auch überhaupt genommen werden als Werbung, ne? Dadurch gehen aber allerdings kleine Sachen unter. Zum Beispiel gibt es da eine Werbung, die ich ganz gut bevorzuge. Du stellst dir vor, du wärst schon dabei gewesen mit deiner Finanzierung, wo Apple entstanden ist. Dann lass dir jetzt sagen, unser neues Prinzip wird die Paket- wie auch Transportindustrie verändern. So, und dann kommt er halt da an mit diesem Karton, oder diesen Mehrweg-Karton, nennt man es ja mal so schön. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Der halt zum einen auch wetterfest ist und mehrfach genutzt werden kann. Und das ist halt zwar nichts unfassbar Innovatives, aber es ist eine schöne Werbung
Und es zeigt auch, wie nachhaltig man produzieren kann. Also man muss nicht den x-beliebig 10. oder 12. Einwegkarton nutzen, für etwas zu verschicken. Nein, man kann solche Mehrwegkartons, nenne ich sie jetzt einfach weiterhin, kaufen. Und die kann man dann für jeden Umzug nutzen. Die kann man für jeden Paket, für jeden Bestellung nutzen. Ne? Wie gesagt, finde ich schade, dass sowas untergeht durch die ganze Werbung, die mehr, Werbefirmen, die mehr reinzahlen können in Google, YouTube und Co. Je nachdem, wer die Hauptquelle ist. Ich glaube, Google in dem Fall eigentlich, ja. Aber ich finde das auch umso schade darum, dass solche Firmen dann dadurch natürlich auch untergehen. Aber klar, das ist ein Start-up. Das muss man auch nochmal sagen. Er sagt ja gerade, ihr wärt gerne dabei gewesen, wenn Apple gerade an den Start gegangen wäre, ne? Also, wie gesagt, wenn ich könnte, würde ich da auch Geld rein investieren. Betonung bei einer Investition, so habe ich das verstanden, kriegt man auch Geld zurück. Meistens auch mit kleinen Werbegeschenken USW versehen, aber das ist jetzt mal außen vor, ne? Jedenfalls möchte ich das festhalten, da ich sowas fantastisch finde und aber schade finde natürlich wieder. Jetzt bin ich schon wieder bei diesem Thema, verdammt. Also auf jeden Fall finde ich das schade, dass solche Werbung untergeht. So. Und wie gesagt, durch diese Werbeeinnahmen, die natürlich, wie gesagt, der Großteil Google geht, aber na gut. Klar ist natürlich, dass man das auf sehr viele YouTuber aufteilen muss. Vielleicht ist deswegen auch diese neue Sperre eingeführt worden mit diesen Menge an Abonnenten USW. Aber jedenfalls. Willst du mich verarschen? Der ist mir jetzt nicht ernsthaft bis hierher gefolgt, oder? Okay, er schießt sowieso durch die Wand. Dem ist alles egal. Okay. Sir Buggy Lord lässt grüßen. Oh, ich halte das fest, das war ein Bug. So. Frechheit, also ganz ehrlich. Ich will reisen, deswegen fahre ich ja extra hierher. Und dann kommt der angeschossen so, ach ja, im Übrigen, nein, du darfst nicht reisen. Okay. Darf ich jetzt? Gut. Meine Güte. Vor allem, ich habe mich auch gerade ein bisschen erschreckt, muss ich ehrlich zugeben, dass er so neben mir auftaucht da einfach. Am liebsten hätte ich in die Müllpresse geprügelt und da zerquetscht, aber geht er leider nicht. Wobei, weiß ich gar nicht. Hätte es funktioniert? Ach, keine Ahnung. Ja. Wie dem auch sei. Achso, genau, wir wollen ja auch noch einen Punkt investieren. Schuss auf einen Feind verringert die Abklingzeit des Garnzirkens. Ja, muss ich ja immer noch machen, ne? Was war das andere, grandioserweise? Überschüssige Schaden. Ja, okay, das könnte ich auch gebrauchen, aber nee. Okay, das heißt, ich muss tatsächlich hier nochmal rein investieren. So schneller. Schnell nach. Ja, genau, das brauche ich unbedingt. Das Nachladen und das schneller Schießen beim Garnzocken. So, und jetzt gehen wir aber an die Kiste. In der Hoffnung, dass wir da ganz, 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 ganz viele gute Sachen kriegen. Okay, das erste ist schon mal eine Sniper, die ich vergleichen. Entschuldigung. Nein, ist schon mal ein Schrott. Okay. Dann ein Sturmgewehr. Okay, das ist schon mal der erste Schritt, ne? Also wie gesagt, ich gehe das einmal so schrittweise durch. Und sobald ich eine neue Knifte kriege, muss ich schon wieder den Stern... Eigentlich macht das gar keinen Sinn, dass ich jetzt die Sterne immer platziere, ne? Sollte ich vielleicht noch warten, bis ich durch bin mit den... Okay, beiderseits scheiße. Leider. Beide Schilde sind leider schlecht. Okay. Grandios, ein Raketenwerfer. 777.000, meiner macht aktuell... Ja, leider eine Million, ne? Ja, okay, aber der hat noch zusätzlich Slack. Ja, aber trotzdem bringt nichts. Leider macht er halt, wie gesagt, wirklich weniger als mein aktueller Raketenwerfer. Auch wenn das vorhin nicht so wirklich rüberkam. Okay, jetzt ist das nochmal exakt dieselbe Knifte, bloß mit anderen Modifikationen. Okay. Und das ist eine Maschinenpistole mit 34.000. Was macht meine aktuell? Gut, die macht... Ja, ich kann die auch mal so vergleichen. Ja, macht definitiv mehr. Okay. Ja. Wie gesagt, solange nicht... Natürlich muss er jetzt nochmal das Gewehr... Auf, warte, erstmal die andere prüfen. Und die macht nochmal minimal mehr Schaden. So. Jetzt mache ich da aber auch gerade mal einen Stern ran für den Übergang.
Und an der aktuellen. Da. Hat sich nichts geändert. Okay. So, und weil ich ja gesagt habe, es kann sein, dass ich mehr Schlüssel verwende, als ich gesagt habe. Nämlich die 5. Nehme ich nochmal 5. Einfach auf der Hoffnung, dass ich nochmal eine Granate oder was anderes noch kriege. Schrotflinte. Okay, ist schlechter. Das ist ein Scharfschützengewehr. Das heißt, da muss ich mal ganz kurz mein aktuelles Scharfschützengewehr ausrüsten. Das ist doch das. Warte mal, 12. Ne, 126. Was war das andere Scharfschützengewehr, was ich hatte? Das war sowieso 70.000. Oh, aber das macht Korrosionsschaden. Dann ist das sowieso umso besser. Weil das brauche ich ja sowieso für die Roboter. Das heißt. Und damit hat das andere Scharfschützengewehr allerdings noch nicht ausgedient. Das brauche ich auch immer noch für humanitäre wie auch Pflanzen und menschliche. Also damit das klar ist. Nee. Ja, ihr wisst, was ich meine. Okay. Tschüss, 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 nein, tschüss, tschüss, nein, nein, tschüss. Okay, also wie gesagt, den Flammending brauche ich ja für Insekten, wie auch pflanzliches und menschliches. Und den brauche ich ja hauptsächlich, das Scharfschützengewehr in Kombination mit den Geschleckten für, ja, Roboter. Was ich dann natürlich mal testen sollte vielleicht. Gut, aber wir machen noch weiter. Wir haben ja noch 4 Schlüssel, BTB 3 Schlüssel vor uns. Okay, grandios, das ist einmal... Max Gesundheit 47. 2,6. Gut, das ist nur minimal höher, also kann das weg. Und das ist sowieso irrelevant. Sehe ich gerade. Okay. Spannung hochgemacht. Aber niedrig gehalten. Okay, nochmal Scharfschützengewehr. 120. Was macht denn mein aktuelles Hauptscharfschützengewehr? Das muss ich nochmal gucken. 126. Das nutze ich ja, wie gesagt, hauptsächlich. Das heißt, das kann weg. Das wäre wieder das, aber ist halt schlechter. Warum ist es schlechter? Mann, Goldkiste, du enttäuscht mich heute. Ich bin schon fast am Überlegen, ob ich wirklich noch weitermache. Aber okay. Noch ist kein Profi vom Himmel gefallen. Ich muss mal die Auswahltaste irgendwie beschleunigen. Da. Okay. Das wäre nochmal besser. Ist das auch eine? Ja, ist nochmal besser. Okay, noch ein. Ein Schlüssel war das jetzt noch. Okay, bitte enttäuscht mich nicht. Und es enttäuscht mich. Warum muss es mich dann enttäuschen? Oh. Vor allem merkt ihr mal was? Man kriegt mehr Waffen an der Kiste als alles andere. Granaten und Schilde? Nö, bloß nicht. Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. So, tschüss, 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 tschüss. Okay. Mann, habe ich ja viele... Hauptwaffen. Achso, okay, ich muss vielleicht auch nochmal dran denken. Das und das. So wie das und das. Das habe ich jetzt eben aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen vergessen. So, und damit mein Inventar jetzt nicht komplett durcheinander ausschaut. Das dahin, das ist richtig. Das ist noch zu tauschen aktuell und dann passt das wieder. Okay, gefällt mir, hat eine stabile Haltung. Wir werden Jack nicht aufhalten können. Oh, und das ist ein Single-Fire. Okay, ich guck mal gerade, wie viel Schaden der macht. Ja, gut, ne? Glaubt ihr, das hält mich auf? Also wirklich... Ich weiß nicht. Ich finde nicht, die Waffen begeistern mich, sondern die enttäuschen mich irgendwie ein bisschen. Aber okay. Sie sind halt besser als die, die ich aktuell mit mir geschleppt hatte. Vielleicht hätte ich auch schon bessere so gefunden, aber... Gut. Natürlich bei meinem Glück, wie ich ja es aktuell habe, habe ich die weggeworfen aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. So, mal sehen. Okay, 57 haben wir inzwischen. Cool. Grandios. So was wie Raketenwerfer wäre eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Erhöht die
dauerhaft die Menge an Launcher-Munition, die du mitführen kannst. Ja, okay. Am Ende brauche ich sowieso knapp über 100 für alles, ne? Wobei, das muss dann Sinn machen. Warte mal, 20, 36. Da habe ich immerhin zwei Sachen gepusht, ne? So, jetzt kann ich noch einmal die Raketen werfen und dann hat es, ne? Cool. Hat Sinn gemacht. Suppi. Ja, und dann würde ich sagen, gehe ich mal ganz kurz, einfach nur aus Prinzip. Moment. Ich wollte eigentlich schon zu 1000 Cuts, aber nein, das spare ich mir nochmal ganz kurz auf. Ich gehe nochmal ganz kurz zu The Dust. Weil schließlich habe ich ja nicht umsonst den Speicher kurz neu gestartet. Nur um dann herauszufinden, dass das halt offline ist, okay. Aber eigentlich habe ich es ja gemacht, um herauszufinden, auch wenn ich den Level up habe, wie viel Schaden ich ausübe mit den Kniften. Also an Gegner, die auch Leben verlieren. Okay, das kann man machen. Ist definitiv nicht von schlechten Eltern der Schaden. Na gut, außer bei denen, da ist es auch noch nicht so ganz. Nee. Okay. Achso, Schrotflinte hatte ich ja schon. Nee, irgendwie. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe das Gefühl, oder ich werde das Gefühl nicht los, muss ich dazu sagen. Ja, wie soll ich sagen? Dass ich die falschen Waffen allgemein finde. Oder es liegt wirklich mit dem Level zusammen, aber das glaube ich immer weniger. Ich glaube, man darf auch den Faktor Schwachpunkt nicht außer Acht lassen. Tötet 200 Kämpfer. Was? Was? 2000 Feinde in Nahkampf war das irgendwie? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich wieder irgendwie einen Fortschritt erreicht in den Herausforderungen. Cool, aber ich würde sagen, das war für heute auch schon wieder genügend. Ich muss gleich noch pennen. Ich muss vor allem das hier noch schneiden und rennen. Und dann muss ich zu gestern. Nein. Quatsch, das kommt ja viel später hier, das Video. Auf jeden Fall zu von Montag aus gestern gesehen. Falls das überhaupt noch dieselbe Woche ist. Der Escape ist aufnehmen, schneiden und rendern. Dann noch auf diesen ach so tollen Stick packen und dann hochladen. Den Stick darf ich aber auch erstmal wieder mit nach unten nehmen, weil da auch meine Bewerbungen drauf sind. Yay. Wie dem auch sei. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bedanke mich auf jeden Fall trotz alledem, auch wenn das jetzt hier ein extrem kurzer Part ist und bleibt. Gut, ich kann nochmal hier ganz kurz Halligalli machen mit dem Fahrzeug da drüben. Das war, wie gesagt, echt gemein. Wo ist es? Wo ist es? Hä? Wo bist du? Okay, sag mir jetzt nicht, dass es despawnt, weil ich, auf einer anderen Map war. Okay, die Nummer kann man mit mir nicht so abziehen. Das finde ich gemein. Aber ehrlich mal. Doch, tatsächlich. Ist einfach komplett despawned, die Logik davon. Ja, ja, klar. Da aber nicht, ne? Gut. Dann kümmere ich mich um das Fahrzeug. Und tue einfach so, als wäre es das, was mich verfolgt hat. So.
Cool. So, sagen wir jetzt, ist einer hier. Nö. Anscheinend habe ich die Seite hier komplett zerstört, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Also von der Logik her. Weil anders kann ich es mir nicht erklären, dass hier keiner meint, aufzutauchen. Wie dem auch sei. Wie gesagt, das, was ich besprochen habe mit euch, nimmt es euch bitte zu Herzen. Also all diese Sachen mit den No-Name-Produkten auch. Das hat auch manchmal nochmal einen Nennwert. Meistens, auch wenn die teurer sind ab und zu, auch tatsächlich. Manche No-Name sind tatsächlich de facto teurer. Aber es gibt auch viele Produkte, die No-Name sind, die halt teuer sind, die aber natürlich dadurch was Gutes bezwecken. Also zumindest, also, wenn da WWF draufsteht, wenn da Fairtrade draufsteht. Ich bin gerade am Überlegen, was noch war. Wir transportieren hier kostbare Ausrüstung. Haltet euch fern, wenn ihr nicht draufgehen wollt. Ich glaube, es gibt noch ein Programm, das startet jetzt gerade erst vor kurzem, oder ist gerade erst vor kurzem gestartet. Und zwar ist das, dadurch werden männliche Hühner verschont in ihrer Kükenphase. Ne? Weil, wie wir ja alle wissen, werden männliche Hühner, männliche Küken werden einfach auf gut Deutsch zerschreddert. Dürfen nicht leben. Männliche Hühner, das ist ja ungefähr wie in Japan. Hast du ein Kind zu viel, wird dir das weggenommen, so ein Motto. Einfach von der Logik her, ja, warte mal, ist männlich, also nicht in Japan, aber, du hast ein Kind zu viel, nö, darfst du nicht haben, ist illegal, so ein Motto. So die Logik. Also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber es gibt halt diese Pro-Kopf-Rechnung. Ne? Dass irgendwie Familien mit normaler Anzahl von Personen, also Mutter, Vater nur maximal, glaube ich, 2 Kinder haben dürfen. Ich weiß nicht, ob das immer noch ist, das habe ich mal vor langer Zeit in der Schule gelesen, halt. Fanden wir alle übrigens bescheuert, mal abgesehen davon. Aber daher ja Japan wirklich ziemlich überbevölkert ist, leider Gottes. Und daher auch nicht so sein soll, eigentlich. Gar nicht so die schlechte Idee. Wie gesagt, ich finde es nicht gut, dass man das so macht. Denen das Kind wegzunehmen, um, keine Ahnung, kinderlosen Eltern einfach zu geben. Sehr fragwürdige Methode. Genau, das wollte ich sagen. Aber natürlich hat das Sinn und Zweck. Natürlich. Da möchte ich auch nochmal festhalten. Was aber wiederum schwachsinnig ist, und das wir ja auf die Hühner beziehen. Du bist männlich, du bist ein kleines Hühnchen. Dich wollen wir nicht, dich brauchen wir nicht. Ab in Schredder. Selbes Prinzip, bloß etwas noch dümmer und unlogischer als das eigentliche Prinzip bei den Kindern. Später wie Familienkinderverhältnis Japan, ne? Wenn es halt noch so aktuell ist. Das musste ich auch nochmal recherchieren, ob das immer noch gilt. Ob das nicht vielleicht sich mittlerweile aufgehoben hat, das Gesetz. Gut, aber wie gesagt, jetzt aber wirklich, nachdem ich diesen Schrott eingesammelt... Ach, was mache ich denn da? Nachdem ich diesen Schrott eingesammelt habe, mache ich jetzt auch Schluss. Verkauf den Klatscherradatsch noch alles. Mahlzeit, Entschuldigung. Ich habe Luft im Bauch, furchtbar. Und würde sagen, wir machen einfach in den nächsten Parts weiter. Ich hoffe, dass dann auch mein Kumpel dabei ist. Weil, auch wenn es sich bescheuert anhört, es wird umso viel leichter, auch wenn die Gegner stärker werden, laut der Interpretation des Spiels. Weil das Leichtere kommt dadurch, weil natürlich der andere Mitspieler einen helfen kann im Notfall. Klar, jetzt ist immer noch die Gefahr, dass, wenn man zusammenspielt, man rausfliegt immer noch irgendwo, aber das muss man in Kauf nehmen. So, aber ich bin... haben wir doch noch die 23 Minuten etwas vollgekriegt irgendwie. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Ich mache mich jetzt noch an Schneiden und Rendern dieser Parts, damit ich morgen somit nichts mehr machen muss. Von Samstag aus gesehen, dieser Woche, letzter Woche, was auch immer. Und ich sehe zu, dass ich dann so schnell wie möglich dann The Escapist aufnehme. Ich glaube, ich mache dann einfach auch nochmal einen Schwung The Escapist morgen. Ja, das mache ich einfach mal. Also für 2 Wochen heißt das dann bei mir immer. Ein Schwung ist immer 2 Wochen. Eine Aufnahme-Session wäre dann für 1 Woche und eine Aufnahme ist dann einfach nur eine Aufnahme. Also eine Folge. Gut, wie dem auch sei, dann habt ihr auch das mal, falls ihr euch immer fragt, okay, wie mache ich das, wie regle ich das mit dem Vorproduzieren? Und das will ich euch auch nochmal ganz kurz sagen, noch solange ich noch die paar Sekunden habe.
Wenn ihr euch überlegt, ihr seid kein YouTuber, sondern habt nur einen Account, um zu kommentieren, abonnieren und ein Like da zu lassen, und ihr spielt mit den Gedanken, YouTuber zu werden, macht das ruhig. Haltet euch nicht von ab. Lasst mir aber einen Rat euch geben. Kauft euch ein gescheites Mikrofon. Also keins aus Pappe basteln, um es anders zu sagen. Also kauft euch wirklich ein gescheites Mikrofon. Es sollte schon so in der Preisklasse 50 bis 100 plus liegen. Nach oben gibt es nie eine Grenze, das lasst euch auch noch gesagt sein. Also mindestens 50 Euro, lasst mal springen dafür. Kann natürlich anfangs auch ein Singstar-Mikro sein, das hat auch eine große Membran. Aber wenn ihr ein vernünftiges Singstar-Mikro habt, was auch noch einwandfrei funktioniert, also macht einen Tontest, dann nimmt das. Wenn eure Verwandten sagen, das klingt 1:1, wie du sprichst, kein Problem, dann nimmt das Singstar-Mikro. Ne? Müsst ihr natürlich gucken, wenn ihr jetzt keinen von der PS-Konsole habt, sondern irgendwie eine andere Konsole, wo ein anderer Anschluss ist, kein Problem. Und natürlich nimmt die richtigen Programme. Ich nehme momentan aktuell mit OBS auf. Natürlich geht auch XSplit, da gibt es eine kostenlose Variante, bevor ich da verarschen lasse, von wegen XSplit kostet. Das Einzige, was glaube ich bei XSplit mittlerweile ist, ist glaube ich so eine Art Wasserzeichen. Ich weiß es allerdings nicht. Aber wie gesagt, wenn ihr komplett ohne Wasserzeichen aufnehmen möchtet, nehmt OBS. Wenn ihr vernünftigen Ton haben wollt, Singstar Mikro, dann 40 Euro Mikro plus, ne, also alles da drüber liegend. Für Ton, also selber hören, nehmt einfach euer Handy-Headset oder was euch gerade vor die Füße fällt, da geht jedes. Also was ihr selber hört, ist ja nicht in der Aufnahme zu hören. Was aber ganz wichtig ist, habt auf jeden Fall zwei Monitore. Also legt euch so schnell wie möglich einen zweiten Monitor an, damit ihr einfach sagen könnt, okay, da ist mein Spiel und da ist die Aufnahmefenster. Aha, ich habe schon so viele Minuten aufgenommen. Jetzt kann ich nämlich euch auch sagen, ich habe jetzt aktuell 26 Minuten und ein paar Zerquetsche aufgenommen. Ein paar Sekunden gehen sowieso runter, weil ich noch Intro wegschneide für den Platz und hast nicht gesehen. Aber das sind immer so Sachen, ne? So, und natürlich möchte ich auch noch eins gesagt haben. Das möchte ich euch vorweg noch sagen. Setzt euch mit Grafikprogrammen auseinander. Sei es halt Photoshop, sei es Paint.net, sei es von mir aus auch Paint 3D, wenn es sein muss. Einfach irgendeins, wo ihr gescheite Thumbnails mit schustern könnt. Und bitte, seid euch selbst, also seid ihr selbst. Nicht irgendwie hier, ey, mach mal die Thumbnails so und so, das scheiß drauf. Also, ihr seid ihr, ihr macht ja nicht die Videos, Thumbnails, weil sie gefallen sollen, sondern sie sollen widerspiegeln, was im Part aufgetaucht ist. Ne? Ich mache ja jetzt auch nicht hier irgendwie, keine Ahnung, oh Gott, ich habe, wo ist sie überhaupt? Huch? Ah, da drüben. Oh mein Gott, ich habe Ellie ermordet und dann mache ich irgendwie so ein Thumbnail mit einem Messer in ihren Kopf. Das gehört hier einfach nicht. Ne? Ich dachte gerade, da steht jemand. Ne, das ist der Kaktus. Ne, aber wie gesagt, macht die Thumbnails nach eurem Geschmack her, wenn ihr so überladene Sachen mögt, wie, keine Ahnung, YouTuber XY, der, keine Ahnung, 10.000 Memes drauf hat oder sonstigen Scheiß oder irgendwelche Clickbait-Sachen oder oh mein Gott, ich habe das gemacht und im Titel stehen hat und dann irgendwie ein Thumbnail, was dazu passt und dann ist das nachher irgendein Scheiß von wegen, wie eine Sanduhr abläuft, 15 Minuten lang. Nein, einfach nein, okay? Gut, aber wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich fürs Dranbleiben, ich habe jetzt auch die Zeit zu Tode gequatscht, es tut mir wirklich leid. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Saus. Haut rein. Und ciao.